Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Ja, im letzten Part haben wir die Bronze-Axt bekommen. Und der letzte Part war noch in meinem alten Zuhause. Der neue Part ist, wie man vielleicht hört, jetzt in meiner neuen Wohnung. Und man hört leider das Hallen ein bisschen, aber naja, kann man jetzt nicht ändern. Und wow, ich habe noch ein bisschen die Steuerung drauf. Ich bin begeistert. Ich dachte echt, ich hätte sie total vergessen. Sonst habe ich sie immer verhauen mit der Steuerung und jetzt schaffe ich's. Ja, naja, ich muss nur noch mit der Axt klarkommen. Oh, Leute. Und ihr habt nur noch den da. Gut. Dann zauber ich halt damit ein bisschen. So. Lasst mich in Ruhe. Ein dummes Viech. Toll. Ich sollte vielleicht einfach mal die Waffe nochmal wechseln. Zum Angreifen. So. Okay, weg. So. Okay. Oh, da hinten ist ja jemand. Der gibt mir sicher eine Formel. So, Moment. Dafür brauche ich aber wieder die Bronze-Axt. So, perfekt. Und. Oh Mann, die sind ja kaum klein zu kriegen. Das war aber gut. Habe ich das nicht hochgelevelt? Ich glaube noch nicht. Level? Doch, habe ich. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ach so, nein, habe ich nicht. Okay. Das fehlt noch ein bisschen. Toll. Oh Mann, lasst mich in Ruhe, ihr blöden Viecher. Oh, schon wieder daneben. Ich muss erstmal wieder. Ich habe jetzt vor vielleicht 4 Wochen oder so zuletzt das gespielt, daher, ja. Ich konnte nur die letzte Aufnahme nicht hochladen, weil ich kein Internet hatte ewig. Oh. Und dann habe ich natürlich aber ewig lang Kommentare bekommen. Bla bla, mimimi, warum lädst du keine Videos mehr hoch, obwohl ich ein Infovideo hochgeladen habe. Und da dachte ich mir dann so, ja, toll, warum lade ich überhaupt ein Infovideo? Nächstes Mal ziehe ich einfach um, ohne irgendwas zu sagen, macht keinen Unterschied, um ehrlich zu sein. Ja. So, endlich. Okay. Ich switche aber wieder zur Axt. So. Kopf hoch, Junge. Du kannst bei mir bleiben. Die Monster können uns hier nicht attackieren, hat man gesehen. Möchtest du den Spielstand speichern? Gute Idee. So. Ja, bitte. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Wurzel gefunden. 2x Asche gefunden. Honig gefunden. 2x Kalksteine gefunden. 3 Tropfen Essig. Kann ich jetzt wieder ein bisschen zaubern? Oh yeah, ich kann Feuerball benutzen einmal. Ja. Und Energieschild ein paar Mal. Und ja, das war's. Die restlichen Zauber hatte ich glaube vorher schon noch in petto. So, dann nutzen wir halt jetzt einmal Feuerball gegen diesen kleinen Schädelgeier hier. Hoppala, ups, der ist ja schon tot. Okay, verschwindet. Egal. Da müssen wir hier aber zurück, weil da unten kommen wir glaube auch nicht weiter. Können wir aber gleich mal gucken. Den weichen wir mal aus. Auch wenn der mal weggehen würde. Ah ne, hier geht es anscheinend doch weiter. Aber da kommen gleich wieder 2 Schädelgeier und ich muss gleich husten. Oh nein. Ah, schlimm. So. Entschuldigung. Ich hätte meine Räusper-Taste vielleicht einstellen müssen. Ach ja. Naja, was soll's. Oh, geht weg, ihr Mistviecher. Lasst mich in Ruhe. Ah, so, gehen wir mal hier durch. Wollte gerade sagen, da können die uns nicht so folgen, aber pff, können die doch. Warum labe ich überhaupt so einen Müll? Keine Ahnung. Okay, Speer. Oh Mann, ich war noch nicht auf 100% oder was? So, dann machen wir mal so wieder. Warum habe ich eigentlich den Bronzespeer bekommen, wenn ich jetzt gleich wieder die Bronze-Axt bekommen habe? Das verstehe ich irgendwie nicht so. Oder die geben einem nicht mal wirklich Zeit, das eine zu leveln, ne? Toll. Huah. Ach, hier war ich schon. Toll. Ja, super. Oh, dann lass mich in Ruhe, du blödes Mistviech. Und du da oben auch. Du kannst auch weg. Ja, geht weg. Geht alle bloß weg.
So, wo ist die Axt? Da. Rein mit uns. Da ist das Hundilein. Oh nein, shit. Aber ich habe das Hundilein gefunden. Okay, da kamen wir durch, glaube ich. So, Hundilein, müssen wir noch irgendwo hin? Schauen wir uns mal um, aber ich glaube, hier war alles. Dann wechseln wir mal zum Hundi. Oder müssen wir da überhaupt noch durch? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt da die Treppe hoch. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, Hundi kommt mit. Von daher denke ich mal, dass wir nicht mehr diese Schalter brauchen. Dass wir das erledigt haben. Hundi, warum greifst du nicht an? Schruppi, wenn du schon wieder da bist, dann kannst du auch gleich eingreifen. Toll. Super. Ich habe seine Ferse getroffen. Achillesferse, oder was? Ja, so schaut's mal aus. Ein kleiner Achilles haben wir hier. Ha. Anscheinend war das auch seine Schwachstelle. Oh, toll. Blödes Mistviech. Komm, Rufi. Rufilein. Oh, lasst mich in Ruhe, blöden Mistviecher. Hoppala. Oh. Oh. Komm, Hundi. Kuppel. Oh, ich hätte gern sauber, ne? Schlimm. Ach, warte, dann müssen wir die Treppe da hoch. Oh, ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt die Treppe suchen, aber da ist sie ja schon. Das war doch die, glaube ich. Zumindest. So. Oh, lass mich in Ruhe, du blödes Mistviech. Ja, danke schön, Struppi. Honig gefunden. So, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, geht weg. Geht alle weg. Ich bin sowas von aggressiv hier. Ich habe eine Axt. Und leider keine Zauber mehr. Hä? Was war denn das gerade? Oh, nichts. Okay. Oh, geht weg. Gut, dann halt nicht. Blöde Mistviecher. Okay. Gehen wir mal weiter. Da wuselt's mir zu sehr. Struppi, komm mit. Gehen wir mal hier außen rum. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier richtig bin, aber wurscht. Komm mit, Struppi. Da waren wir scheinbar auch schon. Und da waren wir auch, aber ich glaube, da haben wir genug Nektar gehabt. Genau. Ah, so. Ich sollte aber mal wieder hier. Wobei, da war es, genau. Krafttauch am besten zweimal. Sicher ist sicher. Man kann nie wissen, was einem sonst passiert. Wenn ich jetzt wüsste, wo es lang geht, ne? Vielleicht hier lang. Schaut so verdächtig aus, so verdächtig nach oben. Yay, Struppi, du bist mein Held. Oh. Es ist plötzlich so still. Struppi, kommen wir da rein? Nein, so nicht. Okay. Aber da kommen wir sicher irgendwie weiter. Komm mit, Struppi. Achso, du kannst die Treppe nicht runter. Habe ich ganz vergessen. Sorry. Ich bin doof. So. Mist, Struppi, was machst du? Machst du ihn platt? Gut. Kannst du da nicht irgendwie runter? Wirklich nicht? Oh, toll. Irgendwie muss ich das doch öffnen lassen. Durch die Schalter hier an der Seite vielleicht? Sind das überhaupt Schalter? Ja. Okay. Gut. Gut zu wissen. Auf jeden Fall irgendwie müssen wir, irgendwas müssen wir an der Seite da machen. Also müssen wir nicht mehr runter. Das ist schon mal sehr, ja, beruhigend. Sag mal so, beruhigend. Okay. Yay, kaputt. So, perfekt. Okay, rein mit uns. Oh nein. Warte mal.
So, wir sollten erstmal. Wobei nur mit Michi. So, okay. Struppi schnuffelt mal wieder umher. Aber leider findet er erstmal hier nichts. Oh oh. Oh oh, was taucht da auf? Ach herrje. Was soll denn das jetzt sein? Konfusion. Oh toll. Ach, so müssen wir gegen dieses Juwel-Ding da kämpfen, oder was? Ah, verdammt. Na toll. Okay, wir sind immer noch konfus oder so. Ah. Oh Mann, ich will auch zaubern. Ich sollte vielleicht den Energieschild da nehmen. So, Energieschild. Alle. Gut. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber. Oh oh. Auf jeden Fall sollte ich Struppi auch mal heilen. Ah. Okay, jetzt sind wir wieder ganz normal. Boah, so. Sehr schön. Ja, perfekt. Schaden genommen. Also das Viech. Oh oh, ich muss Struppi heilen. So. Verdammt. Oh Mist. Okay, nochmal heilen, Struppi. Hier, bitteschön. Sicher ist sicher. Ja, einmal hier angegriffen. Oh, jetzt ist das wieder so durch die Gegend hier. Ah, lass mich. Oh toll, immer gegen Struppi, ne? Struppi, bitteschön. So, wo ist dieses blöde Mistviech? Oh. Irgendeiner nutzt da den. So. Oh! Du hältst 1000 Juwelen. Zack, bumm, kaputt ist es. Ah, ich war voll im Kampf. Ich bin ein bisschen still gewesen. Na toll. Aber immerhin haben wir es geschafft. Yay! Das ging aber schnell. Diamantenauge erhalten. So. Energieschild lässt nach. Findest du hier irgendwas? Hier noch irgendwie was? Scheinbar nicht. Jetzt aber. Wo denn? Ja, zeig mir wo. Dann halt nicht. Gut. Da auch nirgendwo. Und da ist auch nichts mehr in der Kammer, schätze ich mal. Gut. Kommen wir da nicht irgendwie raus vielleicht? Nö, okay. Aber probieren geht über Studieren oder so ähnlich, ne? Und jetzt geht er alleine. Okay. Gut. Ha, geschafft. So, kommen wir hier eigentlich weiter? Zurück oder so? Ja. Gut. Komm mit. Oh nein. Oh oh. Ach, dann nimm mal die Abkürzung. Wir fallen runter. Ich wusste nämlich nicht, wo wir langlaufen müssen. Ob hoch oder runter, weiß ich jetzt nicht. Scheißegal, Abkürzung. Auch wenn wir eigentlich nicht mehr runterfallen sollten. Ach. Hector hat das Camp verlassen. Er ist wohl am Westufer vom Fluss. Möchtest du eine neue Formel auswählen? Im Moment nicht. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja, bitte. So, dann kaufen wir mal ganz viel Wachs. Geht es nicht, dass ich auch. Okay, 50 Stück reicht mal. Asche kaufen wir auch ganz viel. So. 50 Stück. Öl. 50 mal. Auch wenn es schweineteuer ist, alles, aber gut. Essig haben wir noch genug. Schwefel kaufen wir auch noch ein bisschen. So. Wurzeln kaufen wir auch mal genug, damit wir wieder mehr. Ich glaube, für die Heilzauber brauchen wir das. Dann haben wir alles. Viel Glück, Kleiner. Danke. Ist hier sonst noch jemand? Hallo, Junge. Du siehst müde aus. Möchtest du für 20 Juwelen übernachten? Ja, das ist eine gute Idee, auch wenn wir eigentlich voll sind. Aber kurz so eine kleine Erholungspause wäre
Nicht schlecht, glaube ich. Das passt gerade so gut, daher machen wir das einfach mal. So. Okay, guten Morgen. Schön geträumt. Ja, und speichern wäre eine gute Idee. Ja, bitte. So. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Okay, da kommen wir nicht hoch. Dann müssen wir zum Westufer des Flusses. Wo war nochmal Westen? Warte mal, Westen war doch immer hier. Hä? Vielleicht ist er hier ja irgendwo. Hallo? Bäm, kaputt. Okay. Struppi hat das kaputt gemacht. Passiert. Komm mit, Struppi, wir müssen weiter. Wo können wir die jetzt kaputt machen? Oh mein Gott, wie geil, wir können die kaputt machen. Ungeahnte Möglichkeiten öffnen sich uns. So, da haben wir auch nochmal ganz viele Zutaten bekommen. Und mir hier reicht Level 25, was glaube ich? Keine Ahnung. Da kommt jemand. Oh nein. Das ist bestimmt der Böse. Ah, Michi. Schön, dass du noch am Leben bist. Hast du die Diamantenaugen gefunden? Hi, Hector. Yeah, ich habe sie. Die Diamanten. Gib sie mir. Das ist der Böse. Okay. Hier hast du sie. Oh nein, du bist so doof. Ha, sie sind mir. Endlich. Sie sind mir. Die Diamantaugen sind mir. Mir. Heureka. Heureka? Der Typ ist bescheuert. Man sollte ihm eine Talkshow im Fernsehen geben. Egal, Struppi, wir folgen ihm. Vielleicht bringt er uns Glück. Das. Oh nein. Fuck. Nicht so schnell, Kleiner. Unser Boss sagt, du bleibst hier. Wat? Das. Oh, zum Glück habe ich mein Hundilein. Ne? Ohne mein Hundilein wäre ich voll aufgeschmissen. So. Yay. 100 Juwelen erhalten, nur. Och. Ist aber wenig. Das war leicht, doch ich glaube, da kommt noch etwas auf uns zu. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist nur mit Hector los? Ich schätze, Hector hat nichts Gutes mit den Juwelenaugen vor. Möglicherweise ist er schon nach Alle Lachima gegangen. Ja, möglich. Das ist genug Nektar. Gut, dann halt nicht. Ich will die Truhe da unten aber noch. Ja, da kommen wir hier hin. Gut. Ah, 3 Tropfen Wasser gefunden. Oh, Struppi, du findest da was? Was denn? Was denn? Ah, Essig gefunden. Ja, Essig im Wald, okay. Gut. Ich hinterfrage einfach mal nicht, nein. Essig im Wald. Also, wenn ihr Essig braucht, geht in den Wald und lasst euren Hund suchen, dann findet ihr Essig. Ach, geht weg, die blöden Pflanzen. So. Komm mal her, du blöder Mistkerl. So. Dann halt nicht. Aha, lass mich doch mal eingreifen, du blödes Mistding. Ah, nö. Jetzt bin ich auch noch vergiftet und mein Hund macht die Spinne platt. Toll. Struppi, lass mich den kaputt machen. Den will ich kaputt machen. Nur noch ein Schlag, verdammt. Oder dann halt nicht gut. Komm her, blöder Hund. Wir gehen. Bin beleidigt. Und natürlich kommt hier gleich so ein Kerl. Hui. Ich kann das eigentlich kaputt machen. Hallo? Aha. Hey, wie bist du hier hereingekommen, Junge? Was ist mit dem Felsen geschehen? Ich habe mit meiner Axt draufgeschlagen. Dann bist du der Offenbarte mit der Bronzeaxt. Du musst in der Pyramide gewesen sein. Sicher bist du ein großer Forscher. Aber dir fehlt etwas. Die Energiesaugformel. Okay, was lassen wir dafür? Hunde leben. Okay. Du brauchst nur Ethanol mit 2 Wurzeln zu mischen. Mit dieser Formel kannst du deinen Gegnern Kraft rauben und sie für dich verwenden. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja, bitte. Ach komm, nimm mal gleich noch mehr, wenn wir schon so viel Geld haben. 100, dann haben wir erstmal keine Sorgen mehr. Achso, okay, nur 99. Gut, dann halt nur 99. Kaufen wir alles voll. So, und davon auch alles voll kaufen. Dann haben wir keine Sorgen mehr. Vorübergehenderweise. Ja, ist ja gut. Boah.
Oh, ganz viel Ethanol brauchen wir. Ganz viel Ethanol, auch wenn das Schweine teuer ist. Egal. So, dann haben wir erstmal alles. Möchtest du den Spielstand speichern? Ja. Okay. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ethanol gefunden. Du hast genug Wurzeln. Ja, ich weiß. Pff, nicht so aggressiv hier. Naja, wir hätten vielleicht in der Höhle eine Pause machen sollen. Egal, wir machen jetzt noch diese Viecher hier platt. Oder gehen nochmal in die Höhle. Aber dann sind die Viecher wieder da. Nein, das ist doof. Oh, der war schneller. Toll. Und ich habe den nicht getroffen jetzt. Mimi. Dann machen wir mal den hier. Tsching. Sehr schön, Hundilein. Und an dieser Stelle mit Struppi hier am Schnuppern. Mit Schwefel machen wir jetzt einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.